Servus, ihr wunderschönen Phönixe und willkommen zu mehr Total Warhammer 2 Online Action. Wir zocken heute mal, ich habe mich mal überwunden und zocke mal mit euch, mit den Hochelfen. Obwohl ich die eigentlich nicht so gerne mag. Ja, was heißt nicht so gerne mag? Ich finde die schon ganz, naja, nee, eigentlich mag ich sie wirklich nicht so gern. Erstens mal sind es Elfen und dann auch noch Hochelfen. Alter, schaut sie euch mal an. Diese Spastis. Ich weiß nicht. Einfach so, weiß nicht. Taugen wir nicht so wirklich, aber wir zocken mit denen heute mal gegen die Zwerge. Und wir haben eine ziemlich heftige Rush-Armee gemacht. Ich hatte einfach mal Bock auf eine Rush-Armee mit den Hochelfen. Ich würde fast sagen, wir bringen mal unsere beiden Kavalier-Einheiten. Wir haben zwei Einheiten Drachenprinzen hier dabei. Hier in den Wald rein, weil der wird auf jeden Fall Kanonen haben. Nehme ich mal an. Mal gucken, weiß ich nicht genau. Weil darauf will ich auf jeden Fall vorbereitet sein. Und okay, wir haben Pyrion. Mit Täuschen und Kontern. Ich habe seine Sonnenklinge daheim gelassen, weil die gegen schwer gepanzerte Truppen nicht so besonders toll ist. Mit unserem Magier gehen wir auf die andere Seite. Die hockt auf dem Wagen, ist eine Lebensmagierin und hat Erdenblut und Nachwachsen dabei, also Standardware eigentlich. Und dann schauen wir mal. Wir haben natürlich drei Schwertmeister hier in der Front wieder dabei und an den Flanken weiße Löwen. Ich habe das Gefühl, weiße Löwen sollte man echt nicht als Frontlinieninfanterie benutzen. Die versagen eben jedes Mal, wenn ich die Jungs irgendwo sehe. Und die stehen in der Frontlinie, versagen die immer total. Eigentlich haben die eine, naja, 25 Nahkampfabwehr. Ist wirklich nicht so besonders hoch eigentlich. Ich glaube, die sollte man eher so nehmen wie schwarze Husaren oder so. Also sprich, zum Flankieren sollte man die, glaube ich, eher nehmen. Und er hat natürlich Menge Fernkampf dabei. Naja, wobei zwei Musketen und einen Gobbo-Werfer meine ich. Eine Frontlinie aus Langbärten und Eisenbrechern und Norgremlings-Eisenbrechern. Ich weiß gar nicht, ich hoffe mal, dass meine meine Wertmeister da was dagegen unternehmen können. Das ist natürlich jetzt echt schade, das tut halt immer furchtbar weh, dieser Schaden, den man hier von der Artillerie nimmt. Ich heil die jetzt mal. Mir jetzt egal. Ich heil die. Aber egal, dann nehmen unsere Kavallerie und hatten wenigstens nicht so viel Schaden. Der scheint irgendwie keine Slayer zu haben oder er hat sie im Wald versteckt. Der hat bestimmt noch was. War wahrscheinlich noch nicht alles. Aber ich schicke meine Speere auf jeden Fall nicht in Nahkampf. Doch, die eine Einheit schicke ich in Nahkampf zusammen mit dem Helden. Die andere geht mal hier rum. Unsere Axtkämpfer gehen auch rum. Unsere Fernkämpfer kommen hierher. Ne, unsere Kavallerie kommt mal hier rum. Und der Wagen auch. So, und die Jungs hier gehen mal auf einen Sondereinsatz. Ihr dürft natürlich jetzt nicht... Ich schau mal, vielleicht können wir da durchbrechen. Die Langwerte haben, glaube ich, Ansturmabwehren ist ein bisschen doof. Kommen wir da durch? Dann müssen wir gleich wieder raus. Und wir kommen, glaube ich, durch. Das ist sehr gut. Unser Wagen. Wir können unsere... Jungs, hier mal drauf gehen, die Speere gehen hier hoch. Ich denke mal, dass ich den Nahkampf verlieren werde, deswegen heile ich gleich mal meine Jungs hier. Die haben schon ziemlich viel Schaden genommen. Der Wagen, der geht mal hier mit her. Die Speere kommen hier einmal rum. Die Drachenprinzen hier, die müssen mal wieder raus. Er hat hier jetzt seinen General auf meinen Drachenprinzen fast eine Überlegung wert, da zu bleiben und seinen General zu töten. Wer ist es denn? Ungrim, nee, da bleiben wir nicht. Da wollen wir nicht bleiben. Da wollen wir wieder raus.
Hier mit unseren anderen Truppen müssen wir hier runter. Die Schwertmeister hier drüben, die halten erstaunlicherweise noch aus. Das ist gut. Der Wagen hier kommt rum. Hier mit unserer Kavallerie. Bisschen in Bewegung bleiben. Immer eine gute und feine Sache. Dann nochmal hier eine Heilung auf die flankierende Truppe. Und nochmal reingehen mit dem Wagen. Drachenprinzen, die kommen jetzt mal von hinten drauf. Ich meine, warum nimmt das ein General, um hier zu verteidigen? Das ist ein bisschen Blödsinn, finde ich. Aber okay. Gyrion, der hält hier hinten aus. Das war zu erwarten. So, die anderen Drachenprinzen kommen jetzt hier nochmal rum. Und wieder raus, gar nicht lange drin bleiben. Der Wagen bleibt auch in Bewegung, heilt jetzt hier unten nochmal. Wertmeister. Als nächstes sollten wir vielleicht mal einen Zauber nehmen, um die Einheit Drachenprinzen hier zu heilen. Nämlich schon ein bisschen Schaden genommen. Hier kommen die weißen Löwen eigentlich ganz gut rum. Hier die weißen Löwen, denen geht es gar nicht gut. Die kämpfen gegen die Langwerte. Komischerweise eigentlich müssten die doch gegen die Langwerte ganz gut klarkommen. Aber okay. Ein Problem, Tyrion, dem geht es noch wunderbar. Wir können... Ist das eigentlich eine Fähigkeit, die... Nee, die kann man einfach mal einsetzen, kein Problem. Weil ich wollte nur gerade gucken, ob die Fähigkeit von Tyrion nur bestimmt oft anwendbar ist. Aber nee, ist sie nicht. Kann man so oft anwenden, wie man will. Hier kommen wir mit dem Speer nochmal rein. Unser Wagen fährt nochmal weg von Ungrim, weil Ungrim uns hier ein bisschen ärgern will. Nee, wisst ihr was? Wir müssen jetzt mal unsere Kavallerie einsetzen, um unseren Frontlinienkampf zu unterstützen, weil den verlieren wir nämlich gerade so ein bisschen. Da müssen wir jetzt mal draufhauen. Wir nehmen jetzt unsere Kavallerie, um die Frontlinie zu unterstützen. Das ist viel wichtiger jetzt gerade, als hier hinten noch seine Fernkämpfer zu Platz zu machen, weil die sind eigentlich schon so gut wie weg. Wir müssen hier unbedingt jetzt unterstützen, gerade hier in der Mitte. Tyrion muss jetzt ein bisschen weg von Ungrim Eisenfaust, der tut uns gerade so ein bisschen... Der macht uns gerade so ein bisschen Probleme. Weil hier fliehen unsere Schwertmeister schon, das ist nicht gut. Wir können jetzt auch mal hier von hinten mit denen hier kommen, weil das ist auch wichtig. Kavallerie geht wieder raus, die Speere hier kümmern sich weiter, die bleiben aber hier in der Nähe und gehen gar nicht so weit weg. Der Wagen bleibt auch hier vorne und mit dem können wir dann auch nochmal heilen. So, nächster Ansturm. Zum Glück sind die so gut gepanzert. Ja, ich weiß gar nicht, vielleicht sollte ich die fast sogar verfolgen. Mal schauen. Und rein und raus. Und das alte Rein- und Raus-Spielchen. Wir können hier nochmal eine Heilung draufballern. Können wir hier nochmal reinchargen mit unserer Kavallerie, damit die auch in einem Heilradius sind. Wäre da hinten, ich weiß nicht, soll ich die wieder zurückholen? Ich glaube, ich lasse sie mal noch verfolgen. Der Wagen, der stürmt hier ein bisschen rum. So, unsere Kavallerie. Die muss uns jetzt den Kampf hier gewinnen. Ohne der Kavallerie haben wir keine Chance. Hier die Speere, die müssen hier unten unterstützen. Hier gehen wir mal auf Ungrim. Jetzt bleibt mal hier. So, weiter. Kavallerie anstürme. Und eventuell auch der Wagen. Beim nächsten Kavallerie-Ansturm kommt der nächste Zauber rein. Jetzt. Einfach nur um hier lange, möglichst lange auszuhalten. Die weißen Löwen sind zurückgekehrt, das ist sehr schön. Bären kommen auch wieder rein, das ist gut. Dann können wir uns hier um die kümmern. Aber nur mit einer Einheit, mit der anderen gehen wir wieder hier runter. Unser Wagen, der charge hier einfach nochmal mit rein und raus. Es ist allerdings, was ich gemerkt habe, meiner Meinung nach ist es nicht so optimal, mit zu vielen Kavallerie-Einheiten oder auch Wägen-Einheiten auf eine Stelle zu chargen. Weil die sich nämlich dann immer so ein bisschen gegenseitig im Weg stehen. Und damit erschwert man es seinen eigenen Jungs wieder aus dem Nahkampf rauszukommen. Und das ist eben das, was man verhindern sollte. Jetzt müssen wir den Wagen aufpassen, dass wir da nicht jetzt nochmal einen Schlag von Ungrim abkriegen, weil ich habe gerade gesehen, wie viel Schaden Ungrim mit einem Schlag an unserem Wagen macht. Das ist nicht so toll.
So, aber die restlichen Truppen, die gehen, konzentrieren sich jetzt mal auf Ungrim. Und ich glaube, das war's eigentlich. Ja, genau. Also, das dürfte dann gewesen sein. Okay, ein Elfen-Rush-Build. Interessant. Hat funktioniert sogar. Also, ich spiele fast nie mit den Hochelfen. Die Dunkelelfen sind mir wesentlich lieber. Erstens mal vom Style und zweitens auch, also vom optischen Stil, als auch vom Spielstil mag ich die einfach mehr. Und ja, trotzdem, GG an meinen Gegner. Sind wir ein bisschen ärgerlich jetzt, wenn man noch so lange braucht, um den unbrechbaren Ungrim Eisenfist, Eisenfaust auf Deutsch ja, niederzumachen. Aber das sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Ich schalte mir hier gerade noch diese Bedrohungsstufe aus, das nervt mich nämlich eigentlich immer mehr. Und jo, ich würde sagen, wir gucken uns noch die Kills an, weil es ist eine ganz lustige Schlacht trotzdem. Und die Drachenprinzen sind schon echt eine sehr gute Kavallerie-Einheit. Oha, okay, Eisenbrecher, drei Eisenbrecher und diese Norgremlings sind so fies. Ja, aber wie gesagt, diese weißen Löwen, nehmt die nicht als Frontlinien-Einheit. Geht mit dem um die Flanke rum. Die sind, schaut euch mal ihre Stats an, die sind einfach keine Frontlinien-Einheit, dafür haben sie zu wenig Nahkampfabwehr. Aber die haben einen sehr hohen, das ist so eine so eine Angriffsinfanterie halt, die auch einen sehr hohen Angriffsbonus hat, ich glaube 22 oder so. Also es ist schon ziemlich derbe, ähnlich wie so Flagellanten oder so. Nur mit Rüstungssystemen und allem. Eigentlich sind die so zum Flankieren eigentlich sehr gut. Da sind sie gut aufgehoben. Und ja, zum Glück hatten wir die Schwertmeister. Das ist so eine der wenigen Einheiten, mit denen man was gegen diese Eisenbrecher machen kann. Mit ihrem extrem hohen Nahkampfangriff. Gobbo-Werfer hat sich wie immer gelohnt. Gerade gegen die Hochelfen solltet ihr immer sowas dabei haben. Ihr habt ja schon gesehen, der hat irgendwie schon am Anfang gleich irgendwie so um die 10, 15, 20 Schwertmeister ausgeschaltet, bevor der Kampf überhaupt losgegangen ist. Und das ist eben immer sehr gut, wenn man das kann. Weil die auch diese Martial Mastery haben, diese Martial Prowess, bei dem sie einen Haufen Stats verlieren, wenn sie weniger als 50% ihres APs haben. Ja, zum Glück konnten wir seine Fernkämpfer ausschalten. Und das hat uns so ein bisschen das Spiel gewonnen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.